Einen wunderschönen guten Abend an alle Besucherinnen dieser Veranstaltung. Heute ist ein besonderer Tag, der Anti-Diät-Tag, und wir stehen dazu. Ich fühle mich sehr wohl auch in meinem Körper. Seitdem ich Diabetikerin von ihrem Beginn die Möglichkeit gehabt habe, sie zu kennenzulernen, vor allem ging es um mehr Sichtbarkeit rund um die Diskriminierung von dicken Frauen. Und das war damals eine Phase von Kennenlernen, auch den eigenen Körper und die eigenen Interessen, die Frauen, die dicke Frauen vertreten, für mehr Sichtbarkeit und Öffentlichkeit gegenüber Islamisterror. Und heute habe ich als Gästin der dicke Weiber Patricia Wendling und Magda Child-Brandner. Und sie werden uns dann mal einen kurzen Vortrag halten und wir werden mehr in die Diskussion dann eingehen. Und beginnen möchten Sie mit einem Film, der von Ihnen selber als Kurzfilm gedreht worden ist und gebastelt und alles, großartig. Und wo es darum geht, also, was ist die Diabetiker Weiber? Mein Hintergrund ist die autonome Frauen-Lesben-Bewegung und ich denke mir, dass die Beschäftigung mit Feminismus mich zum dicken Aktivismus gebracht hat. Und ich denke, das ist also für mich relativ wichtig, auch diesen Zusammenhang zu sehen, weil ich glaube, es braucht ja, eine gewisse Kraft, auch sowas irgendwie zu gründen oder überhaupt sowas überhaupt mal anzudenken. Bei mir ist es so, dass ich 30 Jahre, also fast mehr als 30 Jahre meines Lebens damit verbracht habe, meinen Körper zu hassen. Ich habe versucht abzunehmen, mein Gewicht ist mein Leben lang rauf und runter gegangen. Ich habe irrsinnig viel Energie darauf verwendet, meinen Körper schlank zu bekommen, schlank zu halten, und durch die, ich sage es jetzt mal, durch die Beschäftigung mit dem Feminismus habe ich mir irgendwann mal gedacht, das kann es nicht sein. Also ich kann nicht mein ganzes Leben die Energie darauf verwenden, meinen Körper zu hassen, und ich möchte, dass das aufhört. Und habe dann irgendwie auch herausgefunden, dass es auch in den USA insbesondere Frauen gibt, die sich eben dickenaktivistisch betätigen, und ich dachte mir, ich möchte einfach mal schauen, ob es sowas in Wien auch möglich ist, ob es da Verbündete gibt. Ich wollte mich auch gern austauschen, mich stärken, weil es ja dazu einfach auch ein bisschen Mut braucht. Und ja, und dann sind das irgendwie ausgeschickt, also eher Szene, feministische Szene intern. Und beim ersten Treffen waren wir zu dritt, beim zweiten Treffen waren wir zu zweit. Und dann habe ich mir, das war vor dem Sommer, und dann haben wir gedacht, na gut, einmal versuchst du es noch. Und das war dann September 2009 und da waren wir 13 Frauen. Und so hat die AG Dicke Weiber angefangen. Wir haben dann relativ bald einmal einen Namen gefunden, und die AG Dicke Weiber ist aus dem, aus der Gruppe, die ich initiiert habe, hat sich die verselbstständigt. Also mittlerweile ist das einfach eine Gruppe, ein Kollektiv, das aus sich selbst, durch sich selbst, durch die Frauen, die mitmachen, lebt und sich auch immer wieder verändert. Das war das eine, also wo ich mir gedacht habe, ich möchte einfach für mich ganz persönlich, dass ich meine Energie für anderes verwende. Und das zweite ist, dass mir einfach aufgefallen ist, dadurch, dass ich mich auch politisch engagiert habe, dass die Diskriminierung aufgrund des Gewichts
wirklich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, also in meinem Leben, zugenommen hat. Also es gibt heutzutage kaum noch Medien, die ohne den Hinweis auf die Schlankheitsdoktrin auskommen. Es gibt kaum noch Ärztinnen und Ärzte, die dich nicht darauf hinweisen, dass du abzunehmen hast. Es gibt am Arbeitsmarkt erhebliche Probleme. Es gibt mittlerweile Menschen, die entweder da gekündigt werden oder die einfach keine Anstellung bekommen aufgrund ihres Gewichts. Es gibt nach wie vor, ist die Modeindustrie eine unglaublich arrogante und ignorante Industrie, die also wirklich sich erdreistet, bei Größe 44, 46 Schluss zu machen mit dem Produzieren. Es gibt, das kennen alle dicke Frauen von uns, ungebetene Ratschläge, und zwar zuhauf, auf der Straße, von Fremden, in der Familie, von Freunden und Freundinnen. Es gibt verbale Gewalt, es gibt körperliche Gewalt, und ich denke und wir denken von der AG Dicke Weiber, das muss aufhören. Und es hat sich bei uns so eingependelt, dass wir uns zweimal im Monat treffen, jeden zweiten und vierten Freitag des Monats im Frauenzentrum Wien. Und wir haben also, die AG Dicke Weiber ist so, ich würde mal sagen, hat so drei Standbeine, drei Säulen. Das eine ist, also wir sind eine Self-Empowerment-Gruppe, das heißt, wir stärken uns gegenseitig, wir schaffen Selbstvertrauen oder stärken unser Selbstbewusstsein, wir finden gemeinsam Strategien für den Alltag, wir machen gemeinsam Aktivitäten, insbesondere Aktivitäten, die dicken Frauen entweder abgesprochen werden oder die einfach mit sehr, sehr viel Scham behaftet sind, wie zum Beispiel schwimmen gehen oder tanzen gehen oder in der Öffentlichkeit essen. Die zweite Säule ist, ich würde das jetzt mal so als Bildung, sage ich das mal so arrogant sagen, also es sind einfach Recherchen zu den Themen, die uns einfach so als gegeben hingestellt werden, also wie zum Beispiel Dicksein kommt von zu viel Essen, ja, sage ich jetzt mal ganz platt, und so platt wird das auch verbreitet. Oder zum Thema Diäten, weil heute Anti-Diät-Tag ist, zum Thema Übergewichtschirurgie. Wir setzen uns einfach mit verschiedenen Themen auseinander, gehen dem nach, schreiben Artikel dazu oder einfach besprechen das auch in der Gruppe. Und die dritte Säule ist einfach Öffentlichkeitsarbeit. Das ist das, was wir jetzt hier gerade machen. Wir haben auch einen Weblog, den wir in unregelmäßigen Abständen betreuen, je nach Zeit. Wir haben auch eine Facebook-Seite. Ja, das sind so, also das machen wir. Also uns gibt es mittlerweile, wir glauben es manchmal selbst kaum, aber uns gibt es mittlerweile seit 5 Jahren. Und wir sind im Laufe dieser Zeit, also wenn man sich mit einem Thema so lang und ausführlich beschäftigt, gibt es natürlich Erkenntnisse oder auch Dinge, wo wir sagen, okay, das können wir als Position vertreten oder wir sind der Meinung, das ist eben kein Einzelding, sondern das ist eine Einzelschicksal sondern das ist ein gesellschaftliches Problem. Und da haben wir mal solche 10 Positionen zusammengestellt. Da haben wir dann auch so einen Flyer ausgedruckt. Die liegen übrigens auch da zur freien Entnahme. Und diese Dinge, das sind also relativ starke Sachen, die auch relativ viel Gegenwind erzeugen. Aber wir glauben, dass man so etwas braucht und das auch so formulieren muss, um damit arbeiten zu können. Das erste ist, Dicksein ist nichts Schlechtes, sondern Teil der Vielfalt. Also wir sind
zu der Erkenntnis gekommen, dass es einen Perspektivenwechsel braucht. Also das heißt, dass Dicksein nicht entweder als was Abnormes gesehen wird oder auch nicht als etwas Krankes, das eine Ursache haben muss und diese Ursache muss eben ausgemerzt werden. Ja? Sondern wir gehen davon aus, dass es dicke Menschen immer schon gegeben hat und dass Dicksein oder körperliche Vielfalt einfach eine natürliche Gegebenheit ist. Und dass es nicht, ja, ich lasse das mal so stehen. Das zweite ist, jeder Körper ist ein guter Körper. Also dieser Satz, jeder Körper ist ein guter Körper, ist uns ganz extrem wichtig. Bei diesem Satz docken wir teilweise auch an die sogenannte Behindertenbewegung, weil es da teilweise, also die Dickenbewegung und die Behindertenbewegung haben teilweise Überschneidungspunkte. Weil wir glauben, also wenn wir davon ausgehen, dass es eine körperliche Vielfalt gibt und dass jeder Körper ein guter Körper ist, dann braucht es eine andere gesellschaftliche Infrastruktur, dann braucht es andere Gegebenheiten. Also so wie es die Behindertenbewegung geschafft hat, Barrierefreiheit irgendwie in den Mainstream zu bringen und teilweise gibt es auch Regelungen, Gesetze mittlerweile dafür, dass in öffentlichen Gebäuden Barrierefreiheit herrschen muss. So glauben wir als Dickenaktivistinnen, dass es ins Bewusstsein kommen muss, dass es Körper gibt, Menschen gibt mit Körpern, die ein bestimmtes Normmobiliar einfach nicht benutzen können. Also da fallen dann drunter Sessel mit Lehnen in öffentlichen Gebäuden, in Kinosälen, in Theatern. Da fallen drunter alle Drehkreuze in Supermärkten oder weiß nicht, wo es noch Drehkreuze gibt. Da fallen Fahrzeuge, also Züge, Flugzeuge und so weiter drunter. Und wenn man eben davon ausgeht, dass jeder Körper ein guter Körper ist und Lebensberechtigung hat, kann man die gesellschaftliche Infrastruktur einfach nicht so lassen, wie sie ist. Das Dritte ist, es gibt, und das ist auch ganz wichtig und das ist eine ganz wesentliche Erkenntnis, also für alle dicken Aktivistinnen, es gibt bis heute keine langfristig funktionierende Methode, um abzunehmen. Das schockiert sehr viele dicke Frauen, macht viele dicke Frauen auch traurig. Wir glauben aber, dass es notwendig ist, zu begreifen, dass es bis heute einfach keine langfristig funktionierende Methode gibt, um abzunehmen. Also es ist alle von uns und alle dicken Frauen, die wir kennen und die Geschichten, die wir so im Internet verfolgen, sind Frauen, die zwar abgenommen haben durch diverse Methoden, aber immer im Laufe der Jahre wieder zugenommen bzw. mehr zugenommen haben als vorher. Das ist einfach so, es gibt verschiedenste Erklärungen dazu. Es gibt, ich möchte jetzt auch nicht genau darauf eingehen, weil es einfach ganz verschiedene Stoffwechsel gibt, es gibt ganz verschiedene Körper, die auch ganz verschieden reagieren. Aber wir glauben, es ist notwendig, sich diese Täuschung oder sich das einzugestehen, also gerade für dicke Frauen sich einzugestehen, dass man wahrscheinlich, also dass ich zu mir sage, ich werde wahrscheinlich mein ganzes Leben lang dick bleiben und das ist okay so. Und erst dann kann ich überhaupt anfangen, mir zu überlegen, gut, okay, das ist so, was will ich tun in meinem Leben, wie will ich leben,
Und erst dann fängt so etwas wie Befreiung an. Ja. Und dann haben wir drei Sachen, die auch sehr, sehr viel Widerstand auslösen. Das ist erstens, Gewicht und Essen hängen nicht miteinander zusammen. Gewicht und Bewegung hängen nicht miteinander zusammen. Und Gewicht und Gesundheit hängen nicht miteinander zusammen. Das sind die drei Sachen, die uns so in erster Linie von der Medizin, aber auch von den Medien, also immer wieder täglich mehrmals vorgegaukelt werden, dass also dicke Menschen essen zu viel, dicke Menschen bewegen sich zu wenig und dicke Menschen sind ungesund. Ja? Also grundsätzlich dick sein ist ungesund. Und das zu hinterfragen, erfordert auch sehr viel Mut. Aber da gibt's, also es gibt in den USA, das ist bei uns noch nicht ganz so populär, aber es gibt in den USA eine Bewegung, die nennt sich Health at Every Size. Da hat Linda Bacon, ist eine Ärztin oder Medizinerin, also sie ist in erster Linie wissenschaftlich tätig, hat ein Buch geschrieben, und wir sind der Meinung, dass das grundsätzlich Einzug ins Medizinstudium und in die Medizin halten sollte. Weil was Medizinstudentinnen oder Ärztinnen zu hören bekommen, finden wir ziemlich fatal. Und dann die zwei Sachen, wir lehnen Übergewichtschirurgie ab und wir lehnen Diäten ab. Also das ist auch, also gerade Übergewichtschirurgie und Diäten, mit dem haben wir uns sehr viel beschäftigt. Und wir finden beides wirklich schwerst gesundheitsschädlich und teilweise tödlich. Ja, also es gibt mittlerweile schon sehr viele Todesfälle von beiden. Also von der Übergewichtschirurgie noch mehr als von Diäten. Aber ja, das haben wir so erarbeitet in diesen 5 Jahren. Und wir haben sehr viele tolle Gespräche gehabt. Wir haben sehr viele tolle Aktivitäten gemacht. Im Sommer gehen wir meistens schwimmen. Wir haben Tanzworkshops gemacht. Wir sind gemeinsam in Restaurants essen gegangen. Ja, und wir treffen uns nach wie vor jeden zweiten und vierten Freitag des Monats im FZ und freuen uns immer wieder über neue dicke Frauen, die dazustoßen. Ich möchte jetzt nicht sagen, woran wir derzeit arbeiten, weil es einfach schwierig ist und derzeit ruht, aber was uns ganz am Herzen liegen würde, wäre eine Liste dickenfreundlicher Ärztinnen und Ärzte zu erstellen. Und das ist etwas, also das haben wir schon vor 2 Jahren angedacht, und das ist etwas, was sich wirklich, wirklich als schwierig herausstellt. Es gibt kaum Ärztinnen und Ärzte, die wirklich das Health at Every Size Konzept vertreten und die nicht sofort bei jeglichem Schnupfen oder Husten sagen, ja, abnehmen wäre super. Also das ist etwas, was wir jetzt auch mal so in die Welt hinaus posaunen. Wir suchen dickenfreundliche Ärztinnen und Ärzte und wären froh, da eine Liste zusammenzustellen. Ja, so viel mal zur Arge dicke Weiber. Ich weiß nicht, ob es da jetzt grundsätzlich zur Gruppe noch Fragen gibt. Sonst würde Magda weitermachen. Aber ich meine, man kann auch dazwischen. Weiß ich nicht. Frage, ja. Und zwar wegen dicken freundlichen Ärzten. Es gibt doch diesen Achim Peters, ich habe seinen Freund mit. Ist der hier schon bekannt? Also wir kennen ihn, aber ich weiß nicht, ob ihn alle kennen. Ja. Wie heißt der? Achim Peters. Mhm. Und dann noch der Gunter Frank in Heidelberg. Ja. Also die gibt es schon. Aber ich meine, ich lebe in Wien und ich hätte gerne eine Ärztin in Wien. Also sage ich jetzt mal ganz offen. Ja. Also sagen wir, es geht schlicht um praktische Ärzte oder Ärztinnen, die dickenfreundlich sind, oder vor allem Frauenärztinnen. Orthopädinnen, die dann nicht gleich kommen, ja, jetzt nehmen sie einmal ab. Was ja immer wieder passiert, was fällt mir denn noch so an? Jetzt nein, ja, Internisten, das
auch beliebt, und Internistinnen auch ein beliebtes Thema abnehmen. Also es geht dann mehr so um die Ärzte, die man im Alltag braucht. Ja. Aber gut, der Herr Peters hat brauchbare, also hat brauchbare Bücher geschrieben. Und Gunter Frank auch, ja. Mhm. Also die sind auf jeden Fall dickenfreundlich. Das ist richtig. Aber es ist einfach zu wenig. Mhm. Ja, danke. Ja, dann habe ich einen Text, Top 10 Fettnäpfchen für Freundinnen dicker Frauen. Das ist eine Gemeinschaftsarbeit, die aus unseren Gesprächen entstanden ist und wurde schon mehrere Male veröffentlicht. Da gibt es 10 markante Sätze. Wow, du siehst aber gut aus. Hast du abgenommen? Zweitens, du hast so ein hübsches Gesicht. Du wärst eine richtige Schönheit, wenn du schlank wärst. Das Dessert verkneife ich mir heute. Ich muss schließlich auf meine Linie achten. Sicher, es gibt genügend Männer, die dicke Frauen sexy finden. Das Kleid von XY sieht umwerfend aus. Naja, mit ihrer Figur kann sie sich das auch leisten. Kommt Ihnen das bekannt vor oder kommt euch das bekannt vor? Geht es jetzt im Einzelnen auf die Fragen ein. Gut gemeint ist das Gegenteil von gut, und hinter schnell dahingesagten Sätzen verbergen sich manchmal massive Angriffe. Deshalb haben wir die 10 häufigsten Kommentare aus unserem Freundinnenkreis gesammelt, die sich bei genauerem Hinsehen als ziemlich dickenfeindlich entpuppen. Erstens. Wow, du siehst aber gut aus. Hast du abgenommen? Das ist eines der beliebtesten Komplimente. Abnehmen soll ja Willenskraft, Durchhaltevermögen und Fleiß erfordern und kommt gleich nach dem Gewinnen des Nobelpreises. Glückwünsche und Standing Ovations sind da ein Muss. Die Botschaft, die hinter diesem Satz steht, ist allerdings nicht ganz so schmeichelnd. Denn eigentlich wird damit ausgedrückt, mir fällt kein anderer Grund als das Abnehmen ein, warum du gut aussehen könntest. Aber besseres Aussehen oder gutes Aussehen kann viele Gründe haben. In den meisten Fällen ist es Entspannung, Freude, Liebe, Frieden mit sich selbst oder der Sinn, der endlich klarer vor Augen liegt. Das Kompliment hieße also zutreffender: Wow, du siehst aber gut aus. Bist du glücklich? Es reicht auch einfach: Wow, du siehst aber gut aus. Zweitens, du hast so ein hübsches Gesicht. Du wärst eine richtige Schönheit, wenn du schlank wärst. Diese Aussage heißt nichts anderes als: Ich finde deinen Körper hässlich, und das ist eindeutig eine Beleidigung. Eine Frau ist nicht in ihre Einzelteile zerlegbar. Gesicht, Körper, Hirn, Herz und Charakter sind ein Gesamtpaket, das uns erst zu jener einzigartigen Person macht, die wir sind. Und bitte, lasst euch nicht erzählen, dass ein schlankes Ich tief drinnen in jedem Körper steckt und dass dieses händeringend fleht, endlich herauskommen zu dürfen. Das Einzige, was in unseren Körpern steckt und nur darauf brennt, genutzt zu werden, ist strömende Lebensenergie. Du bist schön, so wie du bist. Drittens, sehe ich in dieser Hose dick aus? Diese Frage scheint in unseren Köpfen so fest verankert zu sein, dass sie nur mit ausdauernder Hartnäckigkeit und viel Übung ausgemerzt werden kann. Wir vertrauen nicht mehr auf unser Körpergefühl. Dieses lässt uns spüren, ob wir uns in einem Kleidungsstück wohlfühlen, ob es angenehm zu tragen ist und ob wir uns darin bewegen können. Diese wesentlichen Faktoren treten in den Hintergrund. Zuerst muss die alles entscheidende Frage beantwortet werden: Sehe ich darin dick aus? Aber bei einer Hose kommt es darauf an, ob du dich darin wohlfühlst und ob sie dir gefällt. Keines dieser Kriterien hat etwas mit dick zu tun. Es ist völlig egal, ob du in dieser Hose dick aussiehst. Dick sein ist weder schlecht noch hässlich. Viertens, das Dessert verkneife ich mir.
Ich muss schließlich auf meine Linie achten. Dieser Satz verursacht bei dicken Frauen regelmäßig auf Augenrollen. Er wirft auch viele Fragen auf. Von welcher Linie ist hier eigentlich die Rede? Ist Verkneifen nicht sehr schmerzhaft? Und was ist so schlecht an einem guten Dessert? Vielleicht hast du auch nicht wirklich Lust auf das Dessert und sagst diesen Satz einfach aus Gewohnheit so vor dich hin. Warum hast du das Gefühl, ihn sagen zu müssen? Warum musst du dich dafür rechtfertigen, was du isst und was nicht? Und wem bist du überhaupt eine Erklärung schuldig? Fünftens. Sicher, es gibt genügend Männer, die dicke Frauen sexy finden. Dein Wert als Frau hängt nicht davon ab, ob Männer dich attraktiv finden. Und du bist nicht dazu verpflichtet, für irgendjemand sexy oder schön zu sein. Frauen werden dazu erzogen, zu gefallen, in erster Linie Männern, aber auch Arbeitgeberinnen oder Kundinnen. Allen und jedem gefallen zu wollen, schränkt ein. Es hält uns davon ab, zu entdecken, was wir selbst wollen und brauchen und was uns gefällt. Jede Frau hat das Recht, auszusehen, wie sie will, auch wenn es keinem einzigen Menschen außer ihr selbst gefällt. Hör auf, gefällig zu sein. Sechstens. Das Kleid von XY sieht umwerfend aus. Naja, mit ihrer Figur kann sie sich das auch leisten. Ein ungeschriebenes Gesetz besagt, dass Frau sich erst mit einer bestimmten Figur ein bestimmtes Kleidungsstück leisten könne oder bestimmte Kleidungsstücke dürfen nur von bestimmten Figuren getragen werden. Dieses Gesetz ist menschenverachtend. Es ist das Gesetz von figurgerecht, vorteilhaft und kaschierend. Wir sollten es, so oft es geht, brechen. Durch Medien und Werbung ist der Blick vernebelt. Er stuft nur junge, schlanke und unbehaarte Frauenkörper als sehenswert und liebenswert ein. Dem müssen wir etwas entgegensetzen. Niemals sollte sich eine Frau für ihren Körper schämen müssen. Siebtens. Ich sorge mich um deine Gesundheit, oder? Mit jedem abgenommenen Kilo steigt die Lebensqualität. Das ist eine blanke Lüge. Rufzeichen. Lebensqualität hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, beispielsweise von Armut, Umweltverschmutzung, Gewalt, Stress, Sinn, Selbstentfaltung und Anerkennung, soziale Kontakte und so weiter. Es ist nicht schlecht, sich um die Gesundheit von Freundinnen zu kümmern. Aber frage dich, ob es dir tatsächlich und ganz ehrlich um ihre Gesundheit geht. Auch dicke Menschen können gesund sein. Frage dich auch, warum dir diese Vorstellung so unbehaglich ist. Was heißt eigentlich Gesundheit für dich? Ist es denn wirklich gesund, deine Freundin zu zwingen, abzunehmen? Wäre es nicht besser, sie einfach bedingungslos so zu lieben, so wie sie ist? Achtens. So dick bist du doch gar nicht. Das ist der gut gemeinteste Kommentar von allen. Sprecherin und Angesprochene gehen davon aus, dass Dicksein grundsätzlich etwas Schlechtes ist. Er soll es erleichtern, noch als halbwegs normal durchzugehen. In Wirklichkeit zementiert er aber den allgegenwärtigen Druck und die Angst davor, dick bzw. dicker zu werden. Er zeigt, dass die Sprecherin Körper miteinander vergleicht und bewertet. Vermutlich gibt es für sie eine Gewichtsgrenze, die sie miteinander vergleicht und als zu dick ablehnt. Wir müssen uns von Gewichtsgrenzen, Normen und Wertungen befreien. Besonders befreien müssen wir uns von der Angst, dass der eigene Körper irgendwann nicht mehr in Ordnung sein könnte. Neuntens. Furchtbar, ich bekomme schon einen richtigen Bauch. Ich muss wirklich anfangen, etwas dagegen zu tun. Freundinnen, die dich in deiner ganzen Fülle akzeptieren und toll finden, können plötzlich ein massives Problem mit ihrem eigenen Fett bekommen.
Es wird dann erklärt, an dir gefällt mir das, aber an mir halte ich es einfach nicht aus. Oder? Ich bin das nicht gewohnt. Ich war ja immer schlank. Als dicke Frauen haben wir drei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. A. Ignorieren. B. Sagen, dass wir nicht die geeignete Gesprächspartnerin für dieses Thema sind. C. Ihr eine Schulung in Körperakzeptanz geben. Aber keine dieser Möglichkeiten ist wirklich zufriedenstellend. Und der Schluss aus dem Ganzen, zehntens, es gibt eine neue Ernährungsmethode, ein neues Fitnessgerät etc. Unter ärztlicher Aufsicht nimmst du damit garantiert und dauerhaft ab. Liebe Freundinnen, wir bitten euch, hört endlich auf, Abnehmratschläge zu geben, in jeglicher Form, immer und überall. Das Internet, die Medien, die Geschäfte und Ordinationen sind voll davon und wir brauchen wirklich und tatsächlich keine mehr. Und nein, wir haben uns nicht aufgegeben. Im Gegenteil, wir haben endlich angefangen zu leben und uns so zu lieben, wie wir wirklich sind. Und seid nicht so respektlos und stellt unser Wohlbefinden und unsere Selbstliebe ständig und immer wieder in Frage. Danke. Die arge, dicke Weiber.